Einigung wird die Rechten Europa weiter stärken. Wer glaubt, dass man rechte Kräfte beschwichtigen oder irgendwie schwächen könnte, indem man rechte Politik macht, indem man ihre Forderungen aufgreift, der täuscht sich. Und das wissen wir spätestens seit dem sogenannten Asylkompromiss 1993. Damals, wir erinnern uns an die aufgeheizte Stimmung, als Flüchtlingsunterkünfte brannten, als Brandstifter Menschen anderer Herkunft ermordet haben. Und mit diesem Beschluss, den die Bundesregierung ja ausdrücklich unterstützt, brechen SPD, Grüne und FDP mit ihrem eigenen Koalitionsvertrag. Das ist eine politische Bankrotterklärung und das ist ein Offenbarungseid, ganz besonders natürlich für SPD und Grüne. Es geht darum, dass jetzt Schnellverfahren an den Außengrenzen durchgeführt werden. Schnellverfahren, die überhaupt nicht, wo überhaupt nicht zu kontrollieren ist, ob sie ordnungsgemäß stattfinden, ob die Menschen die notwendige Unterstützung haben. Es geht um die Inhaftierung von Menschen, die ihrer Freiheit beraubt werden, wohlgemerkt Menschen, die kein Verbrechen begangen haben, sondern die auf der Flucht sind vor Krieg und vor Hunger. Und nicht einmal Familien mit kleinen Kindern werden von diesen haftähnlichen Bedingungen ausgenommen. Die Bundesinnenministerin behauptet, sie werde bei den anstehenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament weiter auf Ausnahmen für Familien drängen. Dann fragt man sich ja, warum hat sie dann überhaupt diesem menschenverachtenden Kompromiss zugestimmt und ihn dann noch als historischen Beschluss gelobt, statt sich stark zu machen für Menschenrechte, statt das, was im Koalitionsvertrag der Ampel doch eigentlich versprochen war, nämlich eine Zeitenwende auch in der Geflüchtetenpolitik, eine humanitäre Politik, die umzusetzen. Und wenn in der Vereinbarung von streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen die Rede ist, dann ist das zynisch. Dann ist das doch eine andere Formulierung dafür, dass Menschen natürlich ihrer Freiheit beraubt werden. Und ich finde, eines der schrecklichsten Wortungetüme in diesen Tagen ist die kindergerechte Inhaftierung. Man kann Kinder nicht kindergerecht ihrer Freiheit entziehen. Und deswegen halten wir es für verantwortungslos und menschenverachtend, Menschen, Familien mit kleinen Kindern inhaftieren zu wollen, alle anderen aber auch, weil Flucht ist kein Verbrechen. Das werden Internierungslager, in denen Tausende gegen ihren Willen festgehalten werden. Und es wird eben in der Realität auch schwer werden, diese geplante 12-Wochen-Frist zur Bearbeitung des Asylantrags einzuhalten. Das zeigt sich doch jetzt schon in Ländern wie in Griechenland, wo Tausende in Lagern teilweise jahrelang auf Entscheidungen warten müssen. Und auch angesichts der aktuellen Zahlen wird doch deutlich, wie groß denn diese Lager eigentlich sein müssten, wenn allein in Italien mehr als 50.000 Migrantinnen registriert wurden, die übers Mittelmeer kamen. Also die Lager müssten ja eine entsprechende Dimension haben, um Tausende, ja möglicherweise Zehntausende gleichzeitig aufnehmen zu können. Und wir reden hier über Menschen, die bei einer gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer ihr Leben riskiert haben, die ihre gesamten Ersparnisse oft bezahlen mussten, weil es keine sicheren Fluchtrouten gibt. Das heißt, wir reden hier über wirklich traumatisierte Menschen, die Krieg erlebt haben, die Elend erlebt haben, die Flucht und Lebensgefahr hinter sich haben. Und trotzdem freut sich die deutsche Bundesinnenministerin über den historischen Erfolg und will in der Einigung gar eine neue solidarische Migrationspolitik erkennen. Ich frage mich teilweise, ob die Ministerin überhaupt weiß, was dort beschlossen wurde, oder ob sie es sehr wohl weiß und versucht, die deutsche Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen. Und finde auch, dass das für eine Innenministerin der SPD schon Bände spricht, dass sie das umsetzt, wovon Horst Seehofer nur träumen konnte. Horst Seehofer hat genau als Innenminister von solchen Dingen geträumt. Er konnte sie nicht umsetzen, eine Sozialdemokratin tut das jetzt. Und natürlich werden auch weiterhin einige Länder überhaupt keine Geflüchteten aufnehmen. Das ist doch jetzt schon wieder deutlich geworden bei Ländern wie Ungarn und anderen. Und die Situation wird sich verschlechtern. Es wird weiter Pushbacks, illegale Pushbacks geben. Weiter werden Menschen an den Außengrenzen festsitzen, die nicht vor und nicht zurück können. Und ich will das auch noch mal ganz persönlich sagen. Ich war vor 2 Jahren auf Lesbos und ich war in den Lagern, im abgebrannten Lager Moria und in Karatepe. Und ich erinnere mich damals noch, als von der EU-Kommission es hieß, no more Morias. Es wird keine Lager wie Moria mehr geben. Mit diesem Beschluss werden diese Lager zu Alltag, zu Realität und legalisiert an den
Außengrenzen. Ich war vor einigen Jahren in Tunesien und in Sizilien und habe mir dieses ganze Abschottungsregime der Europäischen Union angeschaut und das menschliche Leiden gesehen. Und wenn man mal in Kara Tepe war und sieht, wie Menschen dort in Zelten leben, ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Ich habe Kinder getroffen, die in ihrem ganzen Leben noch keinen Spielplatz gesehen haben und keine Schule von innen, weil sie festsitzen in diesen Lagern. Und davon, einem historischen Erfolg zu sprechen, überhaupt nur das Wort von Menschlichkeit und Solidarität im Munde zu führen, wenn man über solche Zustände spricht, dann ist das ein Hohn, das ist zynisch. Und deswegen wird die Linke alles dafür tun, gegen diesen sogenannten Asylkompromiss, gegen diese Einigung zu mobilisieren. Jetzt werden autoritäre Systeme, autokratische Systeme noch als Türsteher versucht zu verpflichten, wie wir das gerade in Tunesien sehen. Ein Präsident, der ja wirklich eine flüchtlingsfeindliche Stimmung in den letzten Jahren gemacht hat. Das ist wirklich der Einstieg aus dem Ausstieg aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich entsetzen diese Bilder, mit welcher Selbstverständlichkeit erst Kanzler Scholz und dann Kommissionspräsidentin von der Leyen mit einer Rechtsaußen wie Giorgia Meloni in diese Länder fährt und da sie als Partnerin offensichtlich sieht, jetzt in der Frage der Geflüchtetenpolitik. Wir werden das nicht hinnehmen. Wir fordern alle Bundestagsabgeordneten auf, der Regierungsfraktion dieser Asylrechtsverschärfung nicht zuzustimmen, insbesondere auch die Grünen im Kabinett, dass Annalena Baerbock, dass andere Grüne auch Partei- und Fraktionsvorsitzende diese Einigung verteidigen und dafür werben, ihnen zuzustimmen. Das ist wirklich der politische Bankrott einer grünen Partei. Und ich freue mich sehr, dass es so viele kritische Stimmen aus der SPD und von den Grünen gibt, die das genauso sehen und die daran erinnern, was Prinzipien dieser Parteien auch mal war, nämlich, dass das Recht auf Asyl gilt. Und natürlich gibt es seit Wochen und Monaten auch viele kritische Stimmen aus der Zivilgesellschaft, von Prominenten, von Kulturschaffenden. Es gibt Warnungen von Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Kirchen. Nötig sind jetzt breite Mobilisierungen, Proteste gegen diese faktische Abschaffung des Asylrechts. Und die Linke ruft alle dazu auf, sich daran zu beteiligen, die Menschenrechte zu verteidigen. Für uns ist klar, die Festung Europa darf ihre Mauern nicht immer höher ziehen. Es dürfen nicht immer mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil die Flucht immer gefährlicher wird. Wir stehen für den Schutz für Menschen in Not und wir stehen zum Recht auf Asyl. Und deswegen kann ich Ihnen zusagen, wir werden sowohl im Europäischen Parlament als auch im Deutschen Bundestag als auch auf der Straße uns dieser Reform entgegenstellen. Das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt aus der Geschichte. Und da mahnt auch der sogenannte Asylkompromiss von 1993 und seine gesellschaftlichen Folgen. Ab heute soll bis zum 23. Juni über Deutschland das NATO-Luftwaffenmanöver Air Defender 2023 stattfinden. Es ist das größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der NATO. Größtenteils in Norddeutschland werden bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten an diesem Manöver teilnehmen. Es sind 25 Nationen, 250 Flugzeuge. Es ist ein enormer Aufwand. Enorme Kosten, auch durchaus mit negativen Auswirkungen für die Bevölkerung. Aber das Wichtigste ist, es ist ein militärisches Säbelrasseln, das wir für unverantwortlich halten. Wir haben immer gefordert, dass Air Defender gestoppt werden muss, dass es falsch ist, das jetzt in Deutschland durchzuführen. Gerade jetzt, wo ein Krieg in Europa tobt, ist doch Deeskalation das Gebot der Stunde. Diplomatie und nicht Aufrüstung, militärische Machtdemonstration und das Befeuern der Eskalationsspirale. Wir verurteilen den verbrecherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine zutiefst. Wir fordern einen Waffenstillstand und wir fordern natürlich den vollständigen Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet. Und welche furchtbare Zerstörung dieser Krieg mit sich bringt, hat ja auch gerade die letzte Woche gezeigt. Die Zerstörung des Staudamms, was eine ökologische Katastrophe ist, eine humanitäre Katastrophe, wo dringend Hilfe notwendig ist. Aber das zeigt ja gerade, desto länger dieser Krieg dauert, dieser furchtbare Abnutzungskrieg, mit welchen Gefahren der verbunden ist, gerade wenn es keine Sicherheits- und Schutzzonen gibt, um Atomkraftwerke, um Staudämme, um Krankenhäuser und um Schulen, wo wir der Meinung sind, das wäre dringend notwendig, das zu verhandeln.
Wir akzeptieren aber nicht, dass dieser Angriffskrieg von der NATO und ihren Verbündeten als Begründung genutzt wird, eine bisher beispiellose Militarisierung der Außenpolitik und eine neue Aufrüstungsspirale in Gang zu setzen. Und deshalb hat die Linke sich auch an diesem Wochenende aktiv und sichtbar an den gesellschaftlichen Friedensbündnissen beteiligt, die sich gegen das Manöver ausgesprochen haben, dagegen demonstriert haben. Gemeinsam mit der Friedensbewegung wollen wir über Wege zur Gewaltprävention für eine zivile Konfliktlösung diskutieren und die linke Friedenspolitik auf der Straße auch dem Ausdruck geben. Und deshalb sind natürlich auch alle unsere Mitglieder aufgerufen, sich in diesem Sinne auch zu beteiligen. Wir sind der Meinung, statt Air Defender 2023 brauchen wir eine diplomatische Offensive. Statt den Krieg in solchen Manövern zu üben, müssen die Anstrengungen für Diplomatie und für Frieden verstärkt werden. Ein weiteres Thema möchte ich ansprechen, und das sind die Inflationsprämie für den Kanzler und seine Minister. Also wir sind ja immer der Meinung, dass man notleidenden Menschen großzügig helfen muss. Der Kanzler und sein Kabinett gehören zweifelsohne nicht dazu. Und deshalb ist diese geplante Inflationsprämie nicht nur ein Zeichen für eine unglaubliche für ein unglaublich fehlendes Fingerspitzengefühl. Es setzt die soziale Schieflage in der Krisenpolitik der Bundesregierung fort. Sie gibt Steuergelder nämlich denen, die es nachweislich nicht brauchen. Und man muss ja jetzt auch überlegen, was das irgendwie auch gesellschaftlich bedeutet, wenn wir jetzt an Menschen denken, an die Rentnerin, die im Winter ihre Wohnung nicht geheizt hat, weil sie sich das nicht leisten konnte, an Menschen, die Mahlzeiten ausfallen lassen, die auf Tafeln angewiesen sind, wenn dann gleichzeitig darüber diskutiert wird, 3.000 Euro Inflationsprämie für Menschen, die sehr gut verdienen. Und deshalb sagen wir ganz klar, Entlastungen, die werden gebraucht für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. Das muss sozial gerecht passieren, aber doch nicht für die Minister. Und deshalb finde ich, es ist ein Gebot des Anstandes, hier eine Regelung zu treffen, dieses Geld nicht anzunehmen. Ich finde, die Minister könnten ja auch dem Beispiel der Linken im Europaparlament folgen. Da hat man auf Vorschlag meines Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan, die haben ja auch eine Diätenerhöhung gehabt als Inflationsausgleich, die haben Geld gesammelt, sind 30.000 Euro zusammengekommen, dass sie sozialen Einrichtungen und Organisationen gespendet haben, weil vollkommen klar ist, dass wir in dieser Situation eine sozialgerechte Krisenpolitik brauchen und die Minister ganz sicher keinen Inflationsausgleich brauchen. Wir haben ja immer gefordert, ein einkommensabhängiges Inflationsgeld für alle Menschen mit unteren und mittleren Einkommen in Höhe von 125 Euro pro Haushalt und Monat und jedes weitere Haushaltsmitglied 50 Euro. Und wir sagen, ein dauerhafter, rückwirkender Inflationsausgleich für Renten, für BAföG, Sozialleistungen, ein bundesweiter Stopp für Mieterhöhungen und ein Kündigungs- und Räumungsmoratorium. Und das ist dringend notwendig. Da braucht man Unterstützung und nicht für Menschen, die ohnehin viel Geld haben. Einen allerletzten Satz will ich noch sagen, nämlich, dass wir uns sehr freuen, dass wir in den letzten Tagen wir uns sehr freuen, dass wir in den letzten Tagen doch bemerkenswert viele Neueintritte in die Partei zu verzeichnen haben. Das freut uns sehr. Das hat sicher was damit zu tun mit der Asylrechtsverschärfung und dass die Linke die einzige Kraft ist, die im Deutschen Bundestag als Fraktion und als Partei sagt, dass wir das zutiefst ablehnen, hat vielleicht auch mit dem einen oder anderen Beschluss vom Wochenende zu tun. Also das freut mich sehr, dass Menschen sich entscheiden, in die Partei einzutreten. Und allen Neumitgliedern möchte ich sagen, herzlich willkommen in der Partei Die Linke. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich möchte an Menschen, die wieder eingetreten sind in Die Linke, sagen, willkommen zurück. Ihr habt uns gefehlt. Vielen Dank. Tim Daldrup für den Nachrichtensender Welt. Und zwar hätte ich eine Frage zu der AfD, zu dem AfD-Kandidaten in Thüringen, der ja fast 50% bekommen hat bei der Landratswahl. Jetzt gibt es da eine Stichwahl und ich wollte Sie noch mal als Parteivorsitzender der Linken fragen, ob Sie jetzt quasi den linken Wählerinnen empfehlen, jetzt in dieser Stichwahl den CDU-Kandidaten zu unterstützen und welche Botschaft Sie an die Nicht- und die AfD-Wähler senden.
Ja, vielen Dank. Es gibt bereits von unserem Kreisverband der Linken vor Ort eine Empfehlung, den AfD-Kandidaten zu verhindern und deshalb zur Wahl seines Gegenkandidaten aufzurufen. Ich will sehr deutlich sagen, dass das ein absolut schockierendes Ergebnis ist der Wahl, dass es darum geht, jetzt den ersten AfD-Landrat zu verhindern. Das ist natürlich auch Ausdruck insgesamt einer politisch-gesellschaftlichen Stimmung, die besorgniserregend ist. Und deswegen schließe ich mich natürlich der Aufforderung des linken Kreisverbands vor Ort an. Selbstverständlich, die Linke wird, und das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, wir werden natürlich immer dazu aufrufen, dass die Wahl von AfD-Kandidaten verhindert werden muss und dass wir dann klar aufrufen, zur Wahl zu gehen und dafür zu sorgen, dass er nicht in dieses Amt kommt. Aber das Problem liegt natürlich viel tiefer und deswegen muss man auch mal ganz ehrlich an die Adresse der Union sagen, und der Gegenkandidat ist ja jetzt von der CDU. Man muss natürlich auch sagen, dass man mal die Frage stellen muss, warum die AfD überhaupt so stark geworden ist. Und das hat eben auch was damit zu tun, wenn man glaubt, in diesen Zeiten von Patriotismuskampagnen reden zu müssen, wenn man in Frage von Geflüchtetenpolitik in Teilen der AfD nach dem Mund redet, ja, und wenn man auch Diskussionen innerhalb der CDU hat, ob man diese Brandmauer nach rechts unbedingt braucht oder auch Gespräche mit der AfD führen sollte. Ja, mit solchen Aktionen stärkt man die AfD, und deswegen wäre die CDU und die CSU wären dringend aufgefordert, da auch deutlich Schlussfolgerungen draus zu ziehen, weil wer rechte Kampagnen macht und wer solche Themen in dieser Manier aufgreift, der stärkt eben dann auch rechte Parteien. Aber wie gesagt, vollkommen klar, unsere Wahlempfehlung steht da. Christine Dankbar, Berliner Zeitung. Ich habe gleich mal eine Nachfrage zu der Geschichte mit der AfD und an die Adresse der Union. Ist die Linke da nicht, müsste die da nicht auch ein bisschen selbstkritischer sein, weil man vielleicht auch Terrain aufgegeben hat, weil man in den letzten Jahren und Monaten zu sehr mit sich selbst beschäftigt war? Und an diese Frage gleich noch anschließend eine Zusatzfrage, wenn Sie gestatten. Wie nehmen Sie denn das jetzt wahr, dass die Bundestagsfraktion nicht so richtig begeistert über den Beschluss des Vorstandes ist, dass Frau Wagenknecht ihr Mandat zurückgeben soll? Ja, ich bin der Meinung, dass die Frage, wie man die AfD stellen kann, wie man die AfD auch schwächen kann, natürlich eine Frage ist, die sich an alle politischen Kräfte stellt. Ich glaube, dass man insbesondere eben auch Kräfte eben dafür kritisieren muss, das habe ich gerade getan, die eben Themen der AfD in der Art und Weise auch aufgreifen und damit Stimmungen verstärken, in denen die AfD größer werden kann. Da sehe ich eine große Verantwortung. Aber natürlich haben Sie recht, dass natürlich auch die Linke sich selbstkritisch fragen muss, was können wir mehr dazu beitragen, was können wir besser machen, um eben solche Wahlerfolge auch zu verhindern, weil es ist ja klar, dass das natürlich auch eine Schwäche auch von anderen Parteien darin deutlich wird in solchen Ergebnissen. Und ja, ich würde auch sagen, wir haben in den letzten Wochen und Monaten an vielen Stellen zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Und da müssen wir rauskommen. Deswegen hat der Parteivorstand ja am Wochenende auch einen sehr klaren Beschluss gefasst. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, gerade in einer Zeit der erstarkenden Rechten, in einer Zeit, in der das Asylrecht abgeschafft wird, in einer Zeit der sich verschärfenden Klimakrise und ganz besonders in einer Zeit der sich verschärfenden sozialen Spaltung. Da braucht es eine linke Opposition. Und natürlich geht es darum, dass wir auch den Unmut, den es gibt über die Ampel, ja, und die Ampel gibt ja auch sehr viel Anlass dazu, dass man einen großen Unmut über ihre Politik empfindet. Da müssen wir doch was von links dagegen setzen. Ne? Und das halte ich für die zentrale Aufgabe der Linken. Ne? Also deutlich zu machen, natürlich brauchen wir die Wärmewende, unbedingt brauchen wir die, weil der Gebäudesektor die Klimaziele erfüllen muss. Aber man muss es natürlich so machen, dass es sozial gerecht ist. Und wir brauchen eine Debatte über Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums. Also deswegen, was mich rumtreibt, natürlich die Frage, wie machen wir die linke Opposition
Opposition zur Ampel stark. Also nicht, dass rechte Pseudo-Scheinlösungen, die ja auch gar keine sind, in der Debatte stark sind, sondern dass wir die Frage von Umverteilung, von Solidarität, dass wir das stark machen und den Unmut über die Ampel eben auch von links stärker aufgreifen. Und da haben Sie sicher recht, will ich auch sagen, da hat die Linke auch Grund, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Da haben wir Fehler gemacht, sicher auch in der Vergangenheit, indem wir uns eben zu stark auch mit uns selbst beschäftigt haben. Aber jetzt ist ganz klar, wir wollen auch mit diesem Beschluss vom Wochenende, wir wollen Bündnispartner, das Vertrauen wieder gewinnen, wir wollen Mitglieder gewinnen und zurückgewinnen und wir wollen die Verunsicherung bei den Wählerinnen und Wählern beenden. Und deshalb, weil Sie das auch gefragt haben, ich nehme eine sehr breite Unterstützung für diesen Beschluss des Parteivorstands wahr, auch durch die Landesverbände, wo ja jetzt vereinzelt schon Beschlüsse auch getroffen wurden, die in die Richtung gehen. Ich nehme eine große Unterstützung wahr von den Landesvorsitzenden, auch von den aus den Fraktionen. Also von daher ist das jetzt erstmal mein Eindruck. Und was die Bundestagsfraktion angeht, das werden wir, haben ja morgen Sitzung der Bundestagsfraktion, werden wir miteinander diskutieren. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist, was den Rückmeldungen, die ich jetzt hatte, dass es eine ziemlich breite Unterstützung gibt. Und man muss ja auch sagen, dass das in Teilen auch Selbstverständlichkeiten sind, die wir dort beschlossen haben, nämlich, dass wir für eine starke Linke kämpfen. Und wer das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möchte, dann eben auch Konsequenzen ziehen sollte. Die Liste der Wortmeldungen füllt sich. Oh, dann mache ich mich erst mal kürzer. Frau Wissler, ich frage mich jetzt, wie das weitergeht mit Frau Wagenknecht. Ja, der Vorstand hat Sie aufgefordert, Ihr Mandat niederzulegen, aber wenn sie das nicht tut, was dann? Ja, als Vorstand ging es uns vor allem darum, politisch was deutlich zu machen, nämlich deutlich zu machen, dass wir für die Einheit der Partei stehen, dass wir Spaltungsversuche eine Absage zu erteilen. Und ich will noch mal sagen, die Linke hält Meinungsvielfalt bis zu einem gewissen Rahmen aus und wir respektieren auch andere Meinungen. Aber was einfach nicht geht, ist, dass man aus einer Partei heraus eine neue Partei gründet. Und damit haben wir ja deutlich gemacht, Sarah Wagenknecht hat sich entschieden, sie hat den Bruch gemacht, sie hat gesagt, sie wird für die Linke nicht mehr kandidieren. Sie wird auch nicht, sie sieht keine Perspektive für sich in dieser Partei. Für sie ist jetzt die Frage, ob sie etwas Neues gründet oder sich zurückzieht. Und für uns war wichtig, in diesem Beschluss zu sagen, dass es das Gebot ist der Fairness gegenüber den Mitgliedern und gegenüber den Wählerinnen und Wählern, dass man dann eben Konsequenzen zieht und das Mandat zurückgibt, weil alle unsere Abgeordneten sind gewählt worden auf Grundlage des Wahlprogramms der Linken. Sie sind aufgestellt worden von Mitgliedern, die das Vertrauen gegeben haben. Sie sind gewählt worden von Wählerinnen und Wählern, die die Linke gewählt haben und natürlich auch den Anspruch haben und die Erwartung haben, dass die Positionen der Linken in den Parlamenten vertreten wird. Es ist jedermanns Recht, eine neue Partei zu gründen. Das ist ein demokratisches Recht. Das kann man aber nicht mit den Ressourcen von Mandaten oder aus den Ressourcen einer anderen Partei heraus machen. Das haben wir deutlich klargestellt. Und damit ist, denke ich, auch diese Linie jetzt vollkommen klar. Und und ich finde jetzt an der Stelle sollten wir uns wieder mehr mit dem beschäftigen, was die Linke ausmacht. Wir haben ja auch deutlich gemacht, sie spricht nicht für uns. Wir bereiten uns jetzt auf die Wahlkämpfe vor. Wir haben Hessen und Bayern noch in diesem Jahr. Wir haben im nächsten Jahr die Europawahl und mehrere sehr wichtige Landtagswahlen. Darauf konzentrieren wir uns. Und wir werden aber eben nicht zulassen, dass dieses Damoklesschwert weiter über der Partei hängt, sondern sehr deutlich machen, dass eben wir, dass man nicht mit Mandaten der Linken etwas Neues aufbauen kann. So richtig beantwortet haben Sie jetzt nicht, was passiert, wenn Frau Wagenknecht sich nicht verhält. Es kann ja sein, dass sie einfach Ihre Aufforderung ignoriert. Haben Sie dann irgendwie Sanktionsmöglichkeiten? Überlegen Sie nochmal ein Parteiausschlussverfahren dann anzustreben? Also das verstehe ich wirklich nicht so richtig. Was kommt da? Oder war das jetzt einfach ein symbolischer Akt zu sagen, Frau Wagenknecht, legen Sie bitte Ihr Mandat wieder nieder und wir distanzieren uns von Ihnen? Ja, diesen Beschluss hat der Parteivorstand am Wochenende
getroffen und alles von Ihnen, was Sie jetzt angesprochen haben, das ist seitens des Parteivorstands derzeit nicht geplant. Uns ging es darum, politisch ein Signal zu setzen an unsere Mitglieder, aber auch an die Wählerinnen und Wähler und an die Bündnispartner und eine klare Linie zu ziehen, deutlich ein Stoppschild aufzuzeigen und zu sagen, das geht so nicht und wir planen eben die Zukunft der Partei ohne Sarah Wagenknecht. Das ist der Beschluss und ja, dafür erfahren wir gerade in den letzten Tagen doch relativ viel Zustimmung, so wie ich das wahrnehme zumindest. Vielen Dank für die Frage, Schmidt Rauschmann von der dpa. Zum einen gibt es ja Rücktrittsforderungen an den Vorstand, werden Sie dem nachkommen? Die andere Frage ist, der Vorstand der Bundestagsfraktion wird Ende August neu gewählt. Werden Sie sich darum bewerben, an die Spitze vorzurücken? Danke. Also zu der ersten Frage ein klares Nein. Also der Parteivorstand ist vom Parteitag gewählt und das finde ich auch immer wichtig, ne? Also dass wir deutlich machen, es geht um demokratische Beschlüsse, die Ausrichtung der Partei, die hat ja nicht einfach der Parteivorstand festgelegt, sondern das ist Grundlage, sind unsere programmatischen, unsere inhaltlichen Beschlüsse und der Parteivorstand der Linken, der hat sich auch nicht an die Macht geputscht, sondern der ist demokratisch gewählt worden auf dem letzten Parteitag und hat eine breite Legitimation dort bekommen und ich meine, das ist jetzt noch nicht mal ein Jahr her, dass wir gewählt worden sind. Wir sind auf Grundlage von klaren Beschlüssen gewählt worden. Und deswegen ist es doch Aufgabe eines Parteivorstands, eine Partei zu verteidigen, die Einheit der Partei zu verteidigen gegen alle Anfechtungen von innen und außen, sage ich mal. Also das ist doch unsere Aufgabe, das ist doch unsere Verantwortung auch gegenüber den Mitgliedern. Und ich will das nochmal deutlich machen, dass wir den Beschluss auch deshalb gefasst haben, weil wir eben wirklich nicht nur Hinweise, sondern es nachweislich so ist, dass Menschen angesprochen werden, um sie abzuwerben, dass es Strukturen aufgebaut werden, ganz offensichtlich, dass Wahlkreisbüros gekündigt werden und Ressourcen abgezogen werden und so einer Situation. Das ist die Verantwortung eines Parteivorstands, selbstverständlich die Interessen der Mitgliedschaft zu vertreten, sich schützend vor die Mitgliedschaft dieser Partei zu stellen und zu sagen, wir verteidigen diese Partei, das ist vollkommen klar und das tun wir. Und die Frage der Fraktionsvorstandsneuwahl und wie wir uns dazu verhalten, ob es einen Vorschlag geben wird der Parteivorsitzenden, werden wir zu gegebener Zeit uns beraten und natürlich auch gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden beraten und dann zu einer Beschluss kommen. Gibt es heute nichts mitzuteilen? Nochmal, also wir bekommen sehr viele sehr positive Reaktionen auf diesen Beschluss, auch von Mitgliedern, die uns schreiben aus den Kreisverbänden, Basismitgliedern, aber auch Kreisvorsitzenden, Ortsvorsitzenden, die sagen, dieser Beschluss war notwendig. Es gibt auch Menschen, die sagen, er war überfällig. Ich will durchaus sagen, dass es ja ein paar Kritikpunkte gab, die gesagt haben, das ist ein guter Beschluss, aber er kommt zu spät. Ich möchte diese Kritik ausdrücklich ernst und auch annehmen, wenn es solche Kritik gibt. Ich finde aber, das zeigt ja gerade, wie wir miteinander gerungen haben, dass wir es uns nicht leicht gemacht haben, dass wir wirklich die Einheit dieser Partei wollen, dass wir auf niemanden in diesem, dass wir auch nicht auf einen Flügel verzichten wollen. Also ich finde gerade, dass man dem Vorwurf, dem Parteivorstand vielleicht zu Recht machen kann, ihr habt euch zu lange Zeit gelassen, ihr habt das zu lange schweben lassen, ihr habt das zu lange nicht klar und deutlich beantwortet. Wie gesagt, die Kritik kann ich annehmen, aber das zeigt eben gerade, wie schwer wir es uns gemacht haben und wie wir miteinander gerungen haben. Nun ist uns auch klar gewesen, wenn man einen Beschluss fasst, dass es nicht nur Menschen gibt, die diesen Beschluss ausnahmslos grandios finden. Ich finde, und da gehe ich gerne in die Debatte mit jedem, da muss man sagen, welcher Satz in diesem Beschluss falsch ist. Ja, also ich finde, es stehen sehr viele Selbstverständlichkeiten drin. Wir wollen die Linke als plurale Partei erhalten, aber eben auch deutlich machen, dass wer dieses gemeinsame Projekt, diese Partei, dazu eine Konkurrenzpartei aufbauen will, ja, und das
wurde ja am Freitag, hat Sarah Wagenknecht das ja auch noch mal sehr viel deutlicher gesagt, als sie es bisher gesagt hat. Sie hat ja am Freitag ein Interview gegeben, wo sie sagte, auch bestätigt hat, ja, sie ganz persönlich ist in Gesprächen zur Gründung einer Konkurrenzpartei. Ja, an der Stelle muss ein Vorstand Konsequenzen ziehen und deutlich machen, da ist eine Grenze überschritten. Wir können viele Dinge inhaltlich miteinander diskutieren und das tun wir auch unter dem Dach der gemeinsamen Partei. Wer das in Frage stellt und nicht einfach nur zweimal in Frage stellt, sondern ganz offensichtlich daran arbeitet, und diese Hinweise haben wir aus Landesverbänden, dass Leute abtelefoniert werden und das versucht würde, Leute abzuwerben. Wir hören das von Menschen, die dem eine klare Absage erteilt haben, will ich auch ganz deutlich sagen. Mein Eindruck ist nämlich, dass die absolute Mehrheit in der Mitgliedschaft sagt, wir wollen in dieser Partei bleiben und ein konkurrierendes Projekt gehen wir nicht mit. Deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Aber natürlich bin ich bereit, als Parteivorsitzende auch mit allen darüber zu reden, die an diesem Beschluss Kritik haben, die eine andere Position haben. Ja, selbstverständlich, dass Beschlüsse des Parteivorstandes in der Partei breit und demokratisch diskutiert werden können. Das ist so, und darüber werden wir die nächsten Tage diskutieren. Ja, möglicherweise haben Sie am Morgen schon Gelegenheit dazu bei der Fraktionssitzung. Was ist denn da Ihre Strategie, frage ich mich, weil wenn Sie tatsächlich, also Sie haben ja denjenigen, die da in Vorbereitungen involviert sind oder sich involvieren wollen, nahegelegt, das Mandat niederzulegen. Das heißt dann ja praktisch das Ende der Fraktion, wenn wir mal durchzählen. Wie sehen Sie das strategisch? Haben Sie das Risiko einkalkuliert? Versuchen Sie trotz allem das zusammenzuhalten? Wie stimmen die sich da auch mit der Fraktionsspitze ab? Mhm. Viele Fragen. Ich will deutlich sagen, dass die Existenz und das Zusammenbleiben der Fraktion für mich natürlich ein ganz hohes Gut ist und sehr wichtig ist. Deswegen haben wir ja auch explizit gesagt, der Mandatsverzicht und nicht Fraktionsausschlüsse und anderes, weil ein Mandatsverzicht würde ja bedeuten, dass andere demokratisch gewählte Kandidatinnen und Kandidaten auf den Landeslisten nachrücken würden. Das heißt also, die Existenz der Fraktion in keiner Weise gefährdet wäre. Nun ist es so, Sie wissen, alle Mandate bedeutet, man ist auf 4 Jahre gewählt, und daran kann jetzt ein Parteivorstand erstmal auch nicht durch irgendwelche Ordnungsmaßnahmen, und das ist ja gut so, dass daran Parteien erst nichts ändern können. Das ist eine Aufforderung zum Mandatsverzicht. Wie gesagt, die würde es so umgesetzt, die Fraktion in keiner Weise gefährden würde, weil natürlich haben wir auch ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass die Fraktion bleibt, dass sie erhalten bleibt. Aber klar ist eben auch, es darf nicht aus dem Inneren von Fraktion und Partei heraus eben eine konkurrierende Partei aufgebaut werden. Das darf nicht sein. Und deswegen, aber die Bedrohung, dass die Fraktion überhaupt in ihrer Existenz bedroht ist, hat ja jetzt nichts mit dem Beschluss des Parteivorstandes zu tun, sondern das hat ja genau damit zu tun, dass eben angedeutet wird oder angekündigt wird, ein konkurrierendes Projekt zu planen oder vorzubereiten. Das ist die Gefährdung der Existenz der Fraktion, weil das ist natürlich vollkommen klar, wenn eine konkurrierende Partei gegründet wird, dann wird man nicht gemeinsam schiedlich-friedlich in einer Bundestagsfraktion gemeinsam bleiben. Das funktioniert natürlich nicht. Also die Verantwortung, ob die Fraktion erhalten bleibt oder nicht, liegt daran, ob alle Menschen, die für die Linke gewählt wurden, eben auch in der gemeinsamen Partei, in der gemeinsamen Fraktion bleiben. Jetzt haben wir in den letzten Monaten festgestellt, dass das offensichtlich einige wenige anders planen, und da liegt aus meiner Sicht die Verantwortung und nicht an dem Beschluss des Parteivorstands, der die Existenz der Fraktion nicht in Frage stellt. Naja, um es mal salopp zu sagen, die werden Ihnen ja was husten. Also das heißt, ist jetzt ja nicht damit zu rechnen, dass Sie Ihre Mandate zurückgeben, sondern eher, dass Sie dann die Fraktion verlassen oder nicht. Und wie stellen Sie sich darauf ein? Was haben Sie dann vor, wenn das so kommt, oder wie wollen Sie das vermeiden? Nochmal, also wer meint, die Fraktion verlassen zu müssen, und das ist ja eben etwas, was quasi schon zum ersten Mal direkt nach der Bundestagswahl ja durch Einzelne angekündigt wurde oder damit gedroht wurde,
dann ist das ein Problem. Aber das ist eben natürlich, das ist die ganze Debatte über Spaltung, über ein konkurrierendes Parteiprojekt. Die Verantwortung dafür liegt nicht beim Parteivorstand. Es liegt auch nicht bei den Mitgliedern, die in den Landesversammlungen die Listen aufgestellt haben, die natürlich davon ausgehen, dass man das Mandat auch nicht nur einfach formal in einer Fraktion, sondern auch im Sinne der Linken wahrnimmt. Darum geht das ja auch. Also es geht ja auch darum, dass man als Bundestagsabgeordnete der Linken natürlich nach außen wirbt für seine Partei. Ja, dass man Menschen einlädt, dort mitzumachen und dass man diese Partei nicht permanent in Frage stellt. Es geht natürlich auch darum, demokratische Beschlüsse ernst zu nehmen und nach außen zu vertreten. Sonst können wir uns das mit den demokratischen Meinungsbildungsprozessen ja auch gleich schenken. Also natürlich geht es darum, und da gibt es natürlich einen Anspruch auch der Mitgliedschaft, dass das genauso passiert und dass eben ja nicht Ressourcen abgezogen werden, dass nicht dass, natürlich auch der Anspruch, dass Mandatsträgerabgaben gezahlt werden und all das, was dazugehört. Und deshalb sage ich, ja, ich möchte, dass die Fraktion bestehen bleibt, vollkommen klar. Aber wir haben, und das haben wir in dem Beschluss am Samstag deutlich gemacht, aber wir lassen uns nicht erpressen. Und wir lassen uns nicht von Mandatsträgern erpressen, die sagen, wir würden dann davon Abstand nehmen, eine konkurrierende Partei zu planen, wenn die Partei ihren Kurs verändert. Das ist etwas, was jede demokratische Partei zurückweisen muss, weil die Inhalte werden bei uns auf dem Parteitag beschlossen und die werden bei uns demokratisch beschlossen und nicht durch Leute in irgendeiner Form vorgegeben. Und deswegen werden wir jetzt miteinander in die Diskussion gehen, ganz klar. Aber es war für uns als Parteivorstand wichtig, eben diesen Beschluss, diesem Beschluss ein paar Punkte auch inhaltlich klar zu ziehen, uns schützend vor die Mitglieder zu stellen, noch deutlich zu machen, es ist ein Gebot der Fairness gegenüber Mitgliedern und Wählerinnen und Wählern. Frau Mohamed Ali sprach von einem großen Fehler, den der Parteivorstand gemacht haben soll und der Partei unwürdig. Da ist einmal die Frage, der andere Fraktionsvorsitzende hat sich gar nicht geäußert. Haben Sie denn, da Sie beide als Vorsitzende ja diesen Beschluss auch formuliert haben und Ähnliches vorher versucht, die Fraktionsvorsitzenden beispielsweise auch für eine Unterstützung zu gewinnen, haben Sie die vorher informiert, bevor das öffentlich geworden ist? Und zweite Frage, ist es kolportiert, dass Frau Mohamed Ali in einer Sitzung gesagt haben soll, nicht wenn Frau Wagenknecht eine Konkurrenzpartei gründet, sondern wenn sie die Linke verlässt, könne sie trotzdem Mitglied der Fraktion bleiben? Sie haben gerade auch nur von dem Konkurrenzprojekt gesprochen. Wenn Frau Wagenknecht einfach austreten würde aus der Linken, könnte sie dann Ihrer Auffassung nach trotzdem noch Mitglied der Linksfraktion im Bundestag sein? Also zu der ersten Frage, natürlich sind die Parteivorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden im engen Austausch. Das waren wir in der letzten Woche, das waren wir auch heute wieder und wir werden die Fragen miteinander gemeinsam diskutieren und das haben Sie ja auch der Presse entnehmen können. Die beiden Fraktionsvorsitzenden waren ja auch bei dem gemeinsamen Gespräch mit Sarah Wagenknecht dabei gewesen, also von daher findet da ein Austausch statt und das werden wir miteinander diskutieren. Und zu dem Zweiten, ich werde Berichte nicht aus nicht öffentlichen oder vertraulichen Gesprächen, wie Sie wissen, und deshalb kann ich das werde ich das weder bestätigen noch dementieren, was inhaltlich jetzt da an Fragen diskutiert wurde. Und ich möchte auch gar nicht darüber spekulieren, was wäre, wie, wenn, wann, sondern deutlich ist, sondern ganz klar ist, dass wir gemeinsam einen Weg finden werden. Und ich kann Ihnen aber sagen, dass in meiner Erinnerung das Thema eines Parteiaustritts und Fraktionsmitglied bleiben überhaupt nicht Thema war in dieser Sitzung. Also zumindest habe ich daran keine Erinnerung. Das hat keine große Rolle, also das hat keine Rolle gespielt. Es ging um die Frage, dass wir deutlich gemacht haben, man muss Abstand nehmen davon, ein neues Parteiprojekt aufzubauen. Das ist für mich der entscheidende Punkt und alle anderen Fragen diskutieren wir danach. Auch nochmal Tim Daldrup vom Nachrichtensender Welt. Wie groß sind denn die Befürchtungen, dass wenn Frau Wagenknecht jetzt eine neue Partei Ende des Jahres gründen sollte, dass ihr auch viele Wählerinnen und linken Politikerinnen dann folgen würden? Also würde das die Linkspartei quasi zerreißen? Nee, das glaube ich nicht. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Also meine Wahrnehmung ist, dass auch große Teile der Mitgliedschaft, dass es da keinen Bedarf gibt nach der Gründung eines konkurrierenden Projekts. Mein Eindruck ist, dass auch wenn man in andere Länder Europas schaut
und auf die Erfahrungen schaut, auch mit solchen Neugründungen aus Parteien heraus, auch wenn man sich die Erfahrung jetzt mit Aufstehen und anderem anschaut. Also ist überhaupt nicht mein Eindruck, dass jetzt hier eine vollkommene Zerrissenheit oder so da wäre. Und was die Wählerinnen und Wähler angeht, naja, ich meine, das bleibt ein Stück weit abzuwarten. Ich habe gesehen, welche Potenziale einer solchen Partei zugeschrieben werden. Jetzt wissen Sie, welche die Linke ja auch grobe Potenziale hat, von je nachdem 18-21%. Und Potenziale muss man am Ende natürlich auch ausschöpfen. Und wie eine solche eine neue Partei müsste sich ja auch auf Inhalte festlegen. Und deswegen ist es sehr schwierig, da zu sagen, was das für Wählerinnen und Wähler tatsächlich bedeutet. Ob das jetzt eine linke Partei würde, sei jetzt auch mal dahingestellt. Also welche Ausrichtung das tatsächlich hätte, von daher sehe ich das eigentlich nicht, dass das für uns jetzt, was die Mitgliedschaft angeht, ein Zerreißen wäre. Ja, aber natürlich bedauere ich, wenn Menschen entscheiden, die Partei zu verlassen. Und wir wollen darum kämpfen, dass diese Partei zusammenbleibt und um die Einheit der Partei und deswegen eine klare Absage an diese Neugründungsprojekte. Ganz kurze Frage noch zu den Parteieintritten, die Sie vermerkt haben. In welcher Größenordnung spielt sich das da ab? Haben Sie Zahlen? Wie viele sind das? Haben Sie Verständnis, dass ich jetzt noch keine Zahlen nennen möchte, weil wir jetzt die Landesverbände erst abgefragt haben? Also es sind in der Bundesgeschäftsstelle jetzt schon auch am Sonntag einige Eintritte eingegangen, aber auch schon die ganze letzte Woche über, wo die Zahl der Eintritte, ich nehme an, dass es eben auch was damit zu tun hat mit dieser Frage Asylrechtsverschärfung, wo die Eintrittszahlen hochgegangen sind. Wir fragen jetzt gerade die Landesverbände ab, weil die meisten Eintritte gar nicht bei den in der Bundesgeschäftsstelle, sondern dort stattfinden. Deswegen genauere Zahlen, hoffe ich, haben wir Ende der Woche. Aber das ist der Eindruck, den auch uns Landesvorsitzende mitgeteilt haben, auch aus Statements in den sozialen Medien, aus öffentlichen Äußerungen von Menschen. Und wir können sagen, also in der Bundesgeschäftsstelle ist die Zahl der Eintritte in den letzten Tagen verstärkt. Seit der letzten Woche sind die Eintrittszahlen signifikant hochgegangen. Wie gesagt, genaue Zahlen würden wir schauen, dass wir die Woche die zusammenstellen.